Hallo, abschließend zum Thema Selbstinduktion noch ein Wort der Warnung. Ich lese häufiger in Klausuren oder auch im Abitur folgende Aussage, die an sich gut gemeint ist und auch auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, aber einfach nicht stimmt. Und zwar, da wird behauptet, wenn eine Spule eine große Induktivität hat, dann erzeugt sie eine große Induktionsspannung. Und das ist leider nicht richtig. Das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen und wie man diese Aussage korrigieren muss. Beim Einschaltvorgang T gleich 0 sei der Einschaltmoment, wissen wir, die induzierte Spannung ist Induktivität mal I Punkt von 0. Und aus der DGL oder aus den Spannungsverhältnissen folgt dann, das ist immer einfach nur U0, die Batteriespannung. Das heißt, die Spule wirkt da der Batterie gerade so entgegen, wenn ich die Vorzeichen noch richtig mache, kommt als Gesamtspannung 0 raus, dass eben Spulenspannung und äußere Spannung gerade gleich groß sind. Das ist unabhängig von L. Oder erinnert euch vielleicht an die Formel, I Punkt von 0 ist U0 durch L. So könnt ihr auch darauf kommen, indem ihr die umformt, folgt natürlich auch aus der DGL. Also, wir halten fest, das ist die größte induzierte Spannung, die auftritt in der Spule zum Einschaltmoment und die ist genauso groß wie die von außen angelegte Spannung. Das können also nur 2 Volt oder 4 Volt sein oder was auch immer. Hier stand fälschlicherweise Uint, mir geht es beim Einschaltvorgang aber um die Stromstärke. Also Uint wäre am Anfang U0, die Batteriespannung würde dann exponentiell Richtung 0 sinken. An dem Stromverlauf sieht man aber besser, was ich hier meine. Wir wissen, wenn die Induktivität größer ist, dann steigt diese Kurve deutlich langsamer an als hier bei einer kleineren Induktivität L'. Da bin ich relativ oder schneller bei der Maximalstromstärke als bei einer Spule mit größerer Induktivität. Und in diesem Sinne beeinflusst das L die Dauer des Vorgangs, also die Dauer der Behinderung des Stromstärkeanstiegs. Die dauert länger. So müsste man also sagen, wenn ich eine große Induktivität habe, dann ist die Dauer, in welcher der Stromstärkeanstieg behindert wird, einfach größer. Das ist die richtige Aussage. So, dann beim Ausschaltvorgang. Da haben wir ja ausführlich im letzten Video diskutiert. Das ist nur nochmal die Zusammenfassung davon. Da haben wir gesehen, T gleich 0 soll jetzt der Ausschaltmoment sein. Da ist die induzierte Spannung U0 mal dieses Verhältnis. Und wenn eben der Widerstand im Ausschaltstromkreis deutlich größer ist als der Widerstand im Einschaltstromkreis, dann bekomme ich hier tatsächlich sehr hohe Spannungsspitzen. Aber ihr seht hier wieder, die haben nichts mit L zu tun. Und dann aber auch hier wieder das Argument, wenn die Induktivität groß ist, hier meine ich jetzt tatsächlich die induzierte Spannung, dann sinkt die deutlich langsamer ab. Das heißt, ich habe einen größeren Zeitraum, in dem Energie oder Leistung abgegeben werden kann von der Spule, vom zusammenbrechenden Magnetfeld. Wenn ich eine kleine Induktivität habe, habe ich zwar genau dieselbe Ausgangsspannung, diesen Ausdruck hier, die sinkt dann aber viel schneller gegen Null ab. Und nur in diesem Sinne beeinflusst die Induktivität diese Induktionsprozesse. Ihr dürft nicht hinschreiben, dass aus einem großen L eine große Induktionsspannung folgt. Das ist einfach falsch. Okay, wer bis hierhin dabei war, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war lehrreich und hilfreich. Es kommt jetzt noch ein Video zur Energie des Magnetfeldes und dann ist das große Kapitel elektromagnetische Induktion tatsächlich abgeschlossen.